Tja, und damit herzlich willkommen zu Unforeseen Incidents, einem neuen kleinen, ja, Let's Play. Ich kenne das Spiel überhaupt gar nicht, nicht gespoilert, nichts dazu gesehen. Ja, aber ich finde, so Point and Click gehört hier auf jeden Fall dazu. Also legen wir direkt los. BWET Talk Radio. Es ist 17.30 Uhr. Ihr hört Backwoods Radio. Hier sind wieder Bobby und der Duke. Live aus der Seagulls Arena im wunderschönen Port Nicola. Unser Thema des Tages ist der Krankheitsausbruch in Yelltown. Erzähl uns mehr darüber, Duke. Eine Woche nachdem drei Menschen mit fieberartigen Symptomen am Rande Yelltowns gestorben sind, steht die Gegend weiterhin unter Quarantäne. Senatorin Sylvia Thurlow, Vorsitzende des Bureau of Public Health, kommentierte das Geschehen. Das Risiko einer Ansteckung für die Bewohner von Yelltown ist weiterhin sehr, sehr gering. Sollten Sie dennoch Symptome wie hohes Fieber, Nasenbluten oder Hustenanfälle feststellen, bleiben Sie bitte ruhig an Ort und Stelle und rufen den AHC-Notruf unter der Nummer 111 111. Hier nochmal die Nummer 111 111. Ich hoffe, unsere Hörer in Yelltown sind gesund und munter, denn das Spiel heute Abend ist ein absolutes Muss. Oh ja, Bobby. Port Nicola trifft heute auf die Jungs aus meiner Heimatstadt, die Blue Ridge Raccoons. Die Raccoons haben keine Chance. Go, Gulls! Egal, welches Team ihr unterstützt, die Stimmung hier im Stadion ist elektrisierend. Ich komme hier Hallo? Schon. Papa, hier ist Rupert. Professor McBride, wie geht's Ihnen? Es geht so, Harper. Ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Der Satz hört sich sehr vertraut an. Ich weiß. Aber ich bin mitten in der Analyse wichtiger Daten. Und der Akku ist leer und will einfach nicht laden. Ich muss heute Abend nach Port Nicola fahren und... Schon okay, Professor. Ich schnapp mir mein Multitool und komm rüber. Oh, vielen Dank, Harper. Kein Problem. Bis gleich. Immer das Gleiche. Ja, furchtbar. Und herzlich willkommen zu Unforeseen Incidents. Ja, immer das Gleiche, die alten Leute und ihre Technik. Okay, wir gucken uns, glaube ich, erstmal um. Ich finde diesen Zeichenstil so cool. Er sieht so ein bisschen kritzelig aus, aber das hat irgendwie auch was. Ah, weiß nicht. Erinnerungen an bessere Tage. Oh je. Irgendwelche random Berge, okay. Das Telefon. Glühbirne. Wenn ich als Kind eine Idee hatte, habe ich eine Glühbirne über meinen Kopf gehalten. Im Nachhinein betrachtet war ich ein ziemlich anstrengendes Kind. Mein Stiefvater hatte wohl recht. Oh je, das klingt schon mal nicht so gut. Schrott? Hm. Hier ist nichts Nützliches. Der Schrank? Klebstoff. Hey, Kleber. Kann man immer gut gebrauchen. Immer. Ich habe auch immer Kleber in der Handtasche. so. Wie gesagt, ich finde den Stil sehr cool, aber sehr eigen so. Also habe ich sonst noch nie so Mama gesehen. Mama und Calvin in Greystone Woods. Ich glaube, ich habe das Foto gemacht. Warte, wir hießen Rupert? Oder war der andere Rupert? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich gucke da unten gleich weiter, aber ich möchte mich hier auch nochmal umgucken, natürlich. So, was haben wir denn? Wir haben gehört, es grassiert eine Krankheit an... der wir uns nicht anstecken dürfen, was wiederum heißt, wir dürfen nicht so ohne weiteres draußen rumlaufen wahrscheinlich. So, hier ist unser Kleiderschrank, sehr minimalistisch. Mein umfangreicher Kleiderschrank. Ja, total. Ich besitze genau zwei Hosen. Naja, gut. Ist ja auch irgendwie ein bisschen einfacher, wenn man weniger Klamotten hat, aber was ist das? Ach, das ist die Hose. So, als Bett. Als Kind wollte ich immer ein Bett in Raketenform. Jetzt habe ich nicht mal ein Bett in Bettform. Er lebt sowieso sehr, naja, spartanisch kann man das schon kaum noch nennen, ne? Es ist schon sehr... Ich habe mich entschlossen, das Fenster abzukleben. Das Sonnenlicht macht es einem wirklich nicht leicht, tagsüber zu schlafen. Ja, dafür ist der Tag halt nicht gedacht. Alte Konsole. Mein altes Gigamaster Family Entertainment System. Ich habe so viele Stunden vor dem alten GFIS verbracht. Oh. Multitool. Da ist es.
Komm her, mein geliebtes Multitool. Dann wollen wir diesen Laptop mal reparieren. Nee, ich möchte noch nicht. Achso, mit Leertaste. Ja, da ist das Inventar. Okay, danke für die kurze Einführung, Spiel. Ich werde das versuchen, mit der Leertaste möglichst wenig zu benutzen, weil ich schon so ein bisschen den Anspruch habe, die Points mein of Interest selber Langham zu finden. Langham 40 Watt Lötkolben mit formschöner Spitze in Meißelform. Man braucht einen guten Lötkolben, wenn man an Elektrogeräten rumtüfteln will. Ja, das kann ich mir vorstellen. Funkgerät. Oh ja, Ladies, das ist mein Amateurfunkgerät. Oh, Harper, wir lieben dich. Dein Amateurfunkgerät ist so cool. Wir sind Harper, okay? Beruhigt euch, Ladies, bitte. Nein, ich finde das jetzt nicht so geil, dass ich möchte hier raus. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich damit machen soll. Nein, ein Funkgerät ist noch nicht sofort ein Ladies Magnet. Mama, Calvin und ich, als ich in der Highschool anfing, das muss ungefähr 6 Monate vor ihrem Tod gewesen sein. Oh. Oh je, er ging also noch zur Schule, mehr oder weniger, als sie gestorben ist. Und Calvin ist der Stiefvater, denke ich mal. So, hier ist nur das Funkgerät. Stopp, Entwürfe? Ein paar Entwürfe für irgendwelche blöden Geräte. Hätte ich die gebaut, wären die meisten vermutlich explodiert. Ja, dann ist ja gut, dass du es nicht gemacht hast. So, Bettkonsole, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Fenster? Die Hose? Na gut, ich glaube, hier oben haben wir alles. Mit dem Funkgerät könnten wir jetzt ein bisschen rumspielen, aber ich weiß ja noch gar nicht, was wir machen sollen. Das hebe ich mir, glaube ich, für später auf. Können wir hier noch Bilder gucken? Ich schaue mir die Bilder in letzter Zeit zu oft an. Oh Mann. Können wir noch mal keine Zeit zu telefonieren. Der Professor braucht mich. So, so, der Professor also. Das Bild haben wir schon. Hier sind noch Klamotten. Im Winter kann es in Yeltown ganz schön kalt werden. Gut, wenn man ein paar Mäntel hat. Aha, also 2 Hosen, eine, die er anhat und eine, die oben hängt, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jacken und Mäntel. Das ist aus diesem historischen Fotoautomaten auf dem Jahrmarkt. Mama, Calvin und ich in altertümlichen Kostümen. Da hatten wir unseren Spaß. Okay, also mit diesem Calvin, also mit unserem Stiefvater, haben wir uns wohl mal ganz gut vertragen. Hier ist nix Küche. Schlechte Nachrichten, wie immer. Wie immer? Igitt, ich sollte hier mal sauber machen. Morgen. Ja, immer morgen. Im Zweifelsfall. Gilt die Regel, wenn du die Schränke nicht öffnest, musst du die Schränke nicht putzen. Wer sich an die Regeln hält, hat auch keine Probleme. Ja, das liegt daran, dass geschlossene Schränke meistens sehr wenig Staub von innen ansammeln. Igitt, ich also, morgen. Ja, morgen. Hier gilt die Regel, wer sich an die Regeln hält... Ich wollte ein Whisky essen. Hier ist gar nichts. Gut. Alter Radio-Kram. Eine Menge alter Kram. Ich mag alten Kram. Ja, offensichtlich. Das sieht man hier irgendwie. Fernseher? Der Fernseher wird nie wieder funktionieren. Aber ich kann ihn nicht einfach wegschmeißen. Da wohnt eine Spinne drin. Aha, wir haben also eine Hausspinne. Na gut, ich glaube, wir haben alles Mögliche angeklickt. Bild. Glühbirnen, den Schrott hatten wir auch. Den Schrank, da haben wir den Kleber rausgenommen. Telefonieren will er nicht mehr. Dann... Auf zum Professor. Lautete die Regel nicht, man soll hier nicht rumlaufen? Ach, wie schön. Hat aber was. Huch. Da war der Sound gerade einmal ein bisschen komisch. Der Brunnen, der sieht ja auch cool aus. Hallo. Oh, Harper, gut, dass du da bist. Komm rein. Was ist los, Professor? Dieser verdammte Akku macht mich fertig. Wissen Sie, für einen Wissenschaftler ist das nicht gerade... Er will einfach nicht laden. Aber es läuft gerade noch eine Modellrechnung der neuesten Daten meines Forschungsteams, die ich dringend brauche. Er hat die ganze Nacht gerechnet. Wenn er jetzt ausgeht, muss ich wieder von vorne anfangen. Ich brauche die Daten für eine wichtige Präsentation an der PNU morgen. Kannst du ihn reparieren, Harper? Worum geht's bei der Präsentation? Habe ich Ihren Laptop nicht vor 2 Wochen erst repariert? Ich schau mal, was sich tun lässt. Worum geht's in der Präsentation? Es ist eine Analyse zu der gerade ausgebrochenen Infektionskrankheit. Oh, okay. Yeltown-Fieber? Ja, nein.
Naja, das Problem ist, dass wir bisher nicht genau einschätzen können, um welche Art von Krankheit es sich hier handelt. Der Dekan der medizinischen Fakultät hat mich gebeten, morgen einen Vortrag für die Virologen zu halten. Wir hoffen, dass meine Forschung dazu beitragen kann, ein Mittel gegen diese Infektion zu finden. Ungeklärte Infektion ist natürlich sehr schlecht. Ist das Yeltown-Fieber wirklich so gefährlich? Kümmert sich die Regierung nicht darum? Können sie ein Heilmittel finden? Ist das Yeltown-Fieber wirklich so gefährlich? Ich fürchte schon. Wirklich eine Ausgeburt der Hölle. Es scheint tatsächlich höchst ansteckend zu sein. So wie es aussieht, verläuft die Infektion sehr schnell tödlich. Wir reden hier von Stunden, nicht Tagen. Puh. Stunden? Wow. Was, wenn ich es mir eingefangen habe? Das würdest du merken, Harper. Nach meinen Informationen setzen die Symptome bereits wenige Minuten nach der Infektion ein. Wow. Die Infizierten tun mir leid. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Noch ist Zeit, die Infektionen einzudämmen und eine Epidemie zu verhindern. Wie soll denn da noch Zeit sein, wenn sich jetzt Leute angesteckt haben? Naja, ich weiß nicht. Es ist, wenn das so schnell so tödlich verläuft, kommt es mir nicht so vor, als hätte man noch viel Zeit, was zu tun. Es sind ja bestimmt schon Dutzende Leute gestorben, wenn nicht Hunderte. Na gut, kümmert sich die Regierung nicht darum? Kümmert sich die Regierung nicht darum? Ja, die Aufgabe hat die Rancho Health Corporation ganz uneigennützig angenommen. Die soll's nun richten. Stimmt, das habe ich gehört. Aber ich dachte, die RHC sagt, alles wäre unter Kontrolle. Und genau das macht mich so sicher, dass sie sich gerade mächtig in die Hosen scheißen habe. Ich weiß doch, wie sowas läuft. Sie haben massive Probleme, diese Krankheit zu behandeln, ohne meinen Input. Ja, ganz bestimmt. Können Sie ein Heilmittel finden? Können Sie ein Heilmittel finden? So einfach ist das nicht. Aber wenn jemand diesen Wahnsinn stoppen kann, dann ist es mein Forschungsteam an der PNU. Sie sind die Besten im ganzen Land. Wir brauchen nur eine kleine Probe dieses verdammten Erregers. Wie auch immer. Ja, wir wissen ja eigentlich schon, wer diesen Erreger dann holen wird, oder? Professor? Ja? So, ich möchte natürlich noch die anderen Sachen fragen. Irgendeine Idee, was mit dem Laptop sein könnte? Sind wir hier in Yellowtown sicher? Gut, ich schaue mal den Laptop. Ich schaue mal, ob ich den Laptop reparieren kann. Was könnte denn damit sein? Irgendeine Idee, was mit Ihrem Laptop sein könnte? Nein, ich habe das Netzteil angeschlossen, aber der Akku lädt nicht. Vielleicht tiefenentladen, aber dann dürfte das auch nicht mehr an sein eigentlich, ne? Ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung von, aber haben Sie versucht, ihn aus- und wieder einzuschalten? Haben Sie versucht, ihn aus- und wieder einzuschalten? Sehr witzig. Ihn auszuschalten ist genau, was ich vermeiden möchte. Die Modellrechnung läuft noch. Okay, das ist also keine Option. Sind wir hier sicher? Sind wir hier in Yeltown sicher? Ich weiß, es ist beunruhigend. Die Notstandsmaßnahmen, das abgeschirmte Behandlungscamp. Aber das ist alles kein Grund zur Panik. Bisher gab es nur sehr wenige bestätigte Krankheitsfälle. Okay. Ich werde nicht in Panik geraten. Noch nicht. Gut. Ich schau mal, ob ich den Laptop reparieren kann. Danke. Tja gut, also Panik vielleicht nicht, aber Sorge auf jeden Fall. Aber bevor wir den Laptop reparieren, gucken wir uns natürlich nochmal um. Das ist der Professor. Laborausrüstung. Außer Professor McBride gibt es keinen Wissenschaftler in Yeltown. Die Leute halten sein Labor wahrscheinlich für eine Meth-Küche. Naja, also es sieht schon... bisschen? Vielleicht? Stoppt das noch ein Radio? Hey Professor, wollen Sie etwas Radio hören? Nein! Man kann diesem lästigen Fußballspiel so schon kaum entkommen. Sie meinen dem Footballspiel? Und wenn es ein oben ohne Käserollen wäre, Harper. Eine Ablenkung ist eine Ablenkung. Ist eine Ablenkung. Okay, Tafel. Harper, lass das! Der hat da nicht ernsthaft dran lang gekratzt. Das ist ja furchtbar. Ich dachte, er guckt, was da für Formeln stehen. Warum sollte ich in McBrides Schränken rumschnüffeln? Der ist aber auch so ein Troll. Oh, Teleskop. Hey, das Teleskop ist genau auf Mrs. Derricks Schlafzimmerfenster gerichtet. Nein! Was? Nein, ist es nicht. Ist es wohl? Man kann genau durch die Gardinen schauen. Harper, du bist noch nicht zu alt für eine Tracht Prügel von mir. Ey, der alte Spannerkopf. Das ist eklig. Ein schöner Abend in Yeltown. So, Globus? Nee, das ist noch das Fenster. Da sagt er wahrscheinlich das Gleiche. Warum sollte ich hinweg? Ja. Weiß nicht, du könntest ja was Nützliches finden. Ich weiß nicht, hier ist ein Wasserhahn. Da ist Lagerfläche.
Laborequipment, Ordner und jede Menge anderer Krempel. Mhm. Schrank. Okay, gut. Dann müssen wir uns, glaube ich, mal den Laptop angucken. Der Akku ist fast leer und er leert nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe den Akku vor 2 Wochen oder so ersetzt. Hm. Schublade? Warum sollte ich in McBride... Okay. Ja, Multitool, ne? Hatten wir ja am Telefon gesagt. Ach du Scheiße. Ah, okay. Das gibt nochmal im Dropdown-Menü. Dann haben wir hier Messer, Schraubenzieher, Schere, Zange, Flaschenöffner, Pfeile und Schraubenschlüssel. Wow. Okay. Aus irgendeinem Grund... Ja, nun, Netzteil. Okay, dann schauen wir mal nach dem Netzteil. Ach, da, ich seh's. Da haben wir's. Das Ladekabel ist gebrochen. Verdammt! Wie konnte ich das übersehen? Kein Problem, Professor. Mit meinem Multitool und etwas Isolierband ist das ganz schnell repariert. Oh, gut. Ich hatte irgendwo Isolierband. Wo war es noch? Ich werd's schon finden. Darf ich jetzt die Schubladen durchwühlen? Aha. Hm, kein Isolierband. Nur ein paar alte, verstaubte Schallplatten. Das sind Klassiker des Blues-Harbors. Erinnerst du dich noch, wie du sie auf meinem alten Plattenspieler gehört hast? Es ist 2017, Professor. Ich höre jetzt Kassetten. Was? Wer hat 2017 bitte noch Kassetten gehört? Und ist, nee. Nee. Ja? Wieder kein Isolierband. Nur ein Haufen Schrott. Schrott? Nur mal so aus Interesse. Wie aufgeräumt ist deine Wohnung denn derzeit? Aber ich bin blank. 3,5. Sie könnten ihr pralles Universitätsgehalt locker in eine Reinigungskraft investieren. Das hier erinnert mich daran, wie ich im Labor geholfen habe, als ich noch ein Kind war. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Vorstellung des Wortes Hilfe. Also bitte, wir haben bestimmt unser Bestes gegeben. Aha, hier ist das Isolierband. Juhu. Wunderbar. Kannst du den Laptop jetzt reparieren? Hoffentlich. Bestimmt. Das Kabel ist gebrochen. Vielleicht hat es ein Nager mit Futter verwechselt. Isolierung runter, neu verdrillen und dann muss ich es irgendwie wieder isolieren. Ein Nager? Hat der Typ hier etwa Nagetiere rumlaufen? Ist ja eklig. Isolierband entfernen. Können wir das einfach wegschieben mit einer Zange? Huch. So, und nun schneide ich das Kabel auseinander und jetzt fummeln und verdrillen. Ja. So. Schön. Sieht gut aus. Gut, jetzt Isolierband drauf. So, jetzt noch normgerecht absichern, also nach Bastlernorm. Also, dann mal eingestöpselt und ran an den Saft. Oh je. Okay, er lädt wieder, Professor. Oh, du bist ein Held, Harper. Was schulde ich dir? Ach, das geht aufs Haus. Aber ein brillanter Denker wie Sie sollte nicht immer gleich den Dorftrottel rufen müssen, wenn der Rechner etwas zickt. Um Himmels Willen, Harper, stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Du bist doch kein Dorftrottel. Ich schätze deine Hilfe wirklich sehr. Na gut, kein Problem, Professor. Ach so, jetzt ist das wirklich echte Hilfe, was wir hier geleistet haben. Na gut, nach Bastlerart. Ich dachte, das fliegt uns jetzt um die Ohren, weil das Ding sofort durchschmort oder so. Können wir nochmal auf den Laptop gucken? Der Akku lädt wieder. Vielen Dank nochmal, Harper. Können wir noch weiter durchsuchen? Ich habe hier schon genug rumgewühlt. Können wir hier noch rumwühlen? Alles, was man in einem Labor so braucht. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt rausgehen müsste, würde ich mir ja hier so einen Anzug ausleihen oder wenigstens so eine Gasmaske. Ich meine, Virus ist ja meistens Tröpfcheninfektion. Das heißt, sobald mich jemand schief anhustet, habe ich mich doch angesteckt, oder nicht? Können wir noch reden? Professor? Ja? Bis später. Mach's gut, Harper. Okay, ciao.